Servus, hier ist der Martin. Ja, heute habe ich eine ganz besondere Folge. Heute habe ich hier ein Interview. Und zwar habe ich hier zwei von den Machern von Dronity. Das ist die App, die ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt habe. Ihr wisst, wo ich euch gezeigt habe, wie ich lade, diese Ladekurven, was der Audi, was der ID3 kostet. Und da habe ich viele Fragen. Andere hatten auch Fragen. Und deswegen habe ich gedacht, melde ich mich mal bei Dronity und versuche da die Fragen zu klären. Ich habe jetzt hier den Nils und den Thorsten, die ich hier mit denen ich meine Fragen einfach mal stellen wollte. Und ich hoffe, dass da auch immer der richtige Ansprechpartner dabei ist. Servus Nils, servus Thorsten. Hallo Martin. Hi. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, super. Ihr wisst, ich fahre ein ID3 und ärgere mich natürlich, dass ich auf euer tolles Tool erst im zweiten Monat gekommen bin. Aber seitdem gucke ich jeden Tag eigentlich immer meine Daten an. Und zwar habe ich alle Ladedaten drin. Also wenn ich irgendwo stehe und lade, dann habe ich die Ladekurve drin und ich kann dann auch eingeben, was es kostet, also über welchen Anbieter. Das klappt alles super, das macht auch jede Menge Spaß. Also ich habe die Kosten drin, ich habe meine Ladung drin und frage natürlich, was kann ich demnächst mehr machen mit dem Tool? Und da habe ich bei euch den Newsletter bekommen, dass ihr an einer App arbeitet. Und da steht, dass ihr plant, einen Test zu machen und einen Test-Rollout und Test und so weiter. Und da wollte ich einfach mal direkt fragen, was es mit dieser App auf sich hat, was die dann mehr kann, wie das Desktop und für welchen Benutzerkreis die dann auch im ersten Moment zugänglich sein soll. Absolut, ja, danke Martin. Also Hintergrund bei der zum Thema App ist wie folgt. Wir haben ja die Dronity-Lösung, so wie du sie kennst, oder viele andere als Web-Lösung. Vorweg erstmal, das wissen viele nicht, die Web-Anwendung kann auch auf dem Mobilgerät verwendet werden und kann dort auch als, ich sag mal, Icon auf dem Desktop hinterlegt werden, also dieses Format unterstützt der Bereich. Dennoch ist es natürlich nicht so angenehm und ist ein anderes Gefühl, als wenn man natürlich eine klassische Applikation auf seinem Mobiltelefon hat. Und Dronity an sich ist ja sehr stark entlang der Community ausgerichtet, wir kriegen viel Feedback und deswegen haben wir das Thema auch aufgegriffen. Wir befinden uns, wie ihr vielleicht in den News dann gesehen habt, mitten in der Beta. Das heißt, wir haben mit der Entwicklung gestartet. Die, ich sag mal, die Großteil der Funktionen sind fertig. Wir warten jetzt auf das Feedback oder kriegen auch viel Feedback. Und vielleicht ganz kurz zum Fokus der App. Der Schwerpunkt ist definitiv im Bereich der Ladungen und Zusammenfassung bezüglich der Ladung. Ihr müsst euch das so vorstellen, man hat die Applikation, man hat erstmal so eine Art Garagenmodus, das heißt, man kann mehrere Fahrzeuge über die App verwalten, also nicht nur ein Fahrzeug. Und gleichzeitig geht es dann, wenn man ein Fahrzeug ausgewählt hat, eher über die Übersicht. Man hat erstmal Grunddaten zu dem Fahrzeug, wie die klassische App eigentlich haben sollte. Dann Informationen über den Batteriezustand. Für ausgewählte Fahrzeuge kann man das Fahrzeug auch ein Stück weit steuern, öffnen, schließen, Klimaanlage vielleicht vorher aktivieren. Und aber ganz gezielt auf das Thema Kosten und CO2. Das heißt, man hat dort eine Übersicht über die vergangenen Ladevorgänge, die zugeordneten Ladetarif und Kosten, die darüber entstehen, und auch CO2-Informationen. Dann hat man natürlich Informationen, wo steht das Fahrzeug aktuell, und wie gesagt auch eine historische Betrachtung insgesamt für die Monatskosten, um die laufenden Kosten im Blick zu haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel mal einen Scheibenwischer gewechselt hat oder einen Reifenwechsel hat, kann man das dort auch eintragen und hat sozusagen einen Platz, wo man alle Informationen zusammen hat. Thorsten, also es ist nicht nur das Web-Frontend in klein, wo man dann vielleicht besser bedienen kann, sondern es hat auch mehr Funktionen dann. Genau, es hat andere und vielleicht ergänzende Funktionen und ich sag mal vereinfachte Darstellung der Informationen. Wichtig auch zu verstehen, die Dronity Web-Anlösung bleibt weiterhin bestehen. Wenn man letztendlich abspringen möchte und möchte dann wiederum mehr Details haben, kann man jederzeit abspringen. Und der tägliche Nutzen, der tägliche Überblick ist dann eher in der App gestaltet. Wir haben dann auch so eine Art kleines Widget, was man auf seinem Homescreen von seinem Telefon hinterlegen kann, um direkt Informationen über sein Fahrzeug zu erreichen. Also ich sag mal, ein einfacher Einstieg, eine einfache Darstellung der Informationen. Wenn man in die Tiefe abtauchen will, kann man jederzeit wieder in die Web-Applikation gehen. Also ich habe das auf meinem Handy auch so, wie du gesagt hast, das ist jetzt hier wahrscheinlich alles zu hell, ich habe das hier auch drauf und tu dann auch oft hier Sachen ergänzen. Das macht schon Spaß und wenn es besser oder schneller oder schöner oder mehr Auswertung gibt, dann bin ich da auch dabei. Das stellt ihr dann einfach auch den Kunden zur Verfügung oder habt ihr da schon ein Modell, wie ihr es macht? Genau, wir sind da wirklich ganz pragmatisch. Die Idee ist, dass die Lösung für unsere klassischen Kunden im Premium und Professional einfach dazukommt. Das heißt, wie ein weiteres Feature werden wir es entsprechend dazu ergänzen. Und wann kann man damit rechnen?
Genau, also wie gesagt, wir wollen halt wirklich mit der Beta jetzt erstmal nochmal ein Stück weit dabei bleiben und nochmal Feedback einholen. Geplant ist, so hatten wir es angekündigt, dass wir so im Monatswechsel von März auf April die App freigeben. Vielleicht brauchen wir ein bisschen länger. Hintergrund ist auch, dass Apple insbesondere so einen Zyklus braucht, um die App auch zu approven und wir auch noch viel Feedback erhalten haben, aber jetzt schon zeitnah. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ein halbes Jahr irgendwie da jetzt noch dran arbeiten möchten, sondern eher zeitnah und dann Feedback bekommen und das kontinuierlich verbessern. Und du hast eben gesagt Apple, das heißt eben im ersten Moment für die Apple-Geräte und dann irgendwann für Android. Genau, nee, das ist ein guter Punkt, auch als Hintergrund. Wir kriegen viele Anfragen diesbezüglich und es freut uns auch, wann ist der Release für Android. Erstmal zu erklären, wir selber sind auch teilweise Android-User und uns geht es nicht darum, eine Plattform zu bevorzugen. Nur wir haben halt sehr viel Feedback bekommen von, ich sag mal, von unserem Umkreis, dass wir uns vielleicht zunächst auf eine Plattform konzentrieren, den Prozess verstehen der Freigabe der Lösung, was allem dazugehört, und dann diese Erfahrung nehmen können, um dann sehr schnell auch für Android freigeben zu können. Ganz vorweg, technisch gibt es überhaupt keine Limitationen. Also die Lösung an sich läuft auch aktuell schon Android. Wir sind da technisch so positioniert, dass die auf beiden Geräten gleichzeitig funktioniert. Es ist einfach nur ein Schritt von unserer Kapazität her, Android zu beginnen und dann sehr zeitnah auch über Android nachzuziehen. Absolut. Gut, dann einfach nochmal an die Zuschauer, abonniert den Newsletter von Tronity, denn da gibt es immer diese Information. Ich habe den auch und da habe ich das auch gelesen mit der App. Was ich auch noch sagen wollte, unten kommt immer mein Link, denn wenn ihr diesen Link verwendet, um bei Tronity euch das mal anzuschauen, habt ihr 4 Wochen Testzeitraum statt 2 Wochen. Muss ich einfach hier zwischendurch auch mal sagen. Dann, ich habe das hier auch auf einem Online-Stammtisch, haben wir auch mal das Tronity angeschaut und da war auch ein Tesla-Fahrer dabei, der schon jahrelang Tesla fährt und ich weiß nicht, wie das Tool bei Tesla heißt, auch so ein ähnliches Tool verwendet hat und da hat sich dann wirklich mal die Arbeit gemacht und hat hier die Daten importiert. Also von seinem Tesla-Tool irgendwie exportiert, hier importiert und das hat er mir dann auch mal eingeblendet. Über Bildschirm teilen, ja, Wunder der Technik, das ging sehr gut. Und dann war ich aber wirklich neidisch, weil während bei mir die Ladungen und die Kosten waren bei ihm auch, ja, ich sag mal, die ganzen Strecken von wo bis wo, wie weit, also er hatte einfach mal durchgescrollt, das war dann auch rückwirkend die gesamte Historie drin. Und bei mir sind jetzt diese Felder, wo es um Strecken, um GPS-Angaben oder auch die CO2-Felder, die sind bei mir jetzt alle noch leer. Ich denke einfach mal als Laie, dass es hier auch an VW liegt, denn auf meiner VW ID3 App kann ich nicht mal sehen, wo das Auto im Moment steht. Ich glaube, beim E-Golf geht's. Ich freue mich immer, wenn ein Update kommt. Da habe ich gedacht, jetzt müsste doch vielleicht mal möglich sein, ist aber immer noch nicht. Und ich denke, wenn VW das nicht mal auf der eigenen App anzeigen kann, wo das Auto steht, habt ihr wahrscheinlich die Daten auch nicht. Oder wie ist das? Wie seht ihr die Möglichkeit, dass ich da oder auch andere, die das Tool nutzen, bald auch diese ja, ortsbezogenen Daten haben? Ja, absolut. Vielleicht auch nochmal als Hintergrund, wie wir denn funktionieren. Also die Idee ist ja dahinter, dass das Fahrzeug an sich eine Konnektivität mit dem Internet haben muss und entsprechend Fahrzeugdaten an den Hersteller preisgibt oder übermittelt. Und was wir tun mit Tronity, wir greifen auf diese Daten in regelmäßigen Zyklen, als Beispiel jede Minute zu und können darüber dann diese Auswertungen darstellen, so wie du sie auch kennst. Das heißt, wir haben natürlich die Limitation, dass wir auf die Daten angewiesen sind, die das Fahrzeug entsprechend zur Verfügung stellt. Und hier hast du absolut recht, da gibt es eine riesen Vielfalt bei den Herstellern. Wir versuchen natürlich, die Gleichteile zu nutzen und diese entsprechend zu präsentieren. Aber gerade bei dem ID3, da das Modell ja auch in Anführungsstrichen bezüglich der Software sich doch noch weiterentwickelt, wo es ja auch viele Ankündigungen gibt, sind wir auch schon ganz gespannt. Von unserer Seite gibt es da keine Limitation. Sobald diese Daten zur Verfügung stehen, können die auch in Tronity mit eingebunden werden. Aber wie du selber sagst, selbst in der klassischen Darstellung des Herstellers sind diese Informationen ja nicht enthalten im aktuellen Zustand. Deswegen können wir mit den Informationen leider so nicht arbeiten oder nicht anbieten. Ja. Okay, aber wenn die von VW kommen, dann dauert es bei euch nicht lang, dann sind sie auch da. Absolut. Ne? Absolut. Wir warten eigentlich nur darauf, dass die Daten da sind und freuen uns auch schon riesig, um die Daten entsprechend auch da zu integrieren und das auch mit auszuwerten. Absolut. Da ist jetzt keine Limitation. Ist dann Tesla eigentlich der Einzige, wo das geht? Oder geht es bei allen außer meinem ID3? Oder geht's nee, bei da gibt es natürlich...
Da gibt es natürlich schon einen großen Unterschied zwischen den Herstellern. Tesla, sind wir natürlich ehrlich, Tesla der ist auch ein Stück weit ein Pionier in diesem Bereich, hat natürlich eine sehr breite Vielfalt. Wir haben ja auch zum Beispiel, wenn man sich die Tesla-Daten anschaut, auch die Lüfterstellung von der Klimaanlage als Beispiel, als Information, wo man sich optimieren kann. Ja, das war auch ein Feedback aus der Community, das einzublenden. Also wie gesagt, es gibt da große Unterschiede. Genau, aber letztendlich ist die Idee, wenn die Daten da sind, versuchen wir die natürlich zu integrieren. Allerhopp, genau. So, ich wollte es auch nicht so lang machen. Ich wollte hier nicht mehr noch weitere 10 Minuten. Ich habe dann noch eine letzte Frage hier, was ich überhaupt nicht verstehe. Da fehlt mir einfach das technische Verständnis. Ist diese, die Plattform, ich war mal drauf und habe gesehen, oh, hochtechnisch, was kann ich denn da als Fahrer, als ID3-Fahrer mit dieser Plattform machen? Ich denke, vielleicht hat man da die Möglichkeit, es anzuschließen an If This Then That oder an die Alexa oder so irgendwie, aber ich verstehe es einfach nicht. Deswegen kannst du da mir und vielleicht dem einen oder anderen, der hier bei mir immer mitschaut, einfach mal kurz erklären, was diese Plattform da auf sich hat. Ja, absolut. Also die Idee erstmal hinter Tronity, und das ist so ein Slogan ja, dein Auto, deine Daten. Das heißt, du hast erstmal die Übersicht über deine Daten und kannst die, wie du es kennst, entsprechend die Daten auswerten. Gleichzeitig glauben wir in der heutigen Zeit, dass du die Kontrolle über deine eigenen Daten haben sollst und auch selber entscheiden sollst, mit wem du die Daten teilst. Sei es als Beispiel, dass du die Daten mit dir selber teilen möchtest, weil du in dein Auto und deine Hausautomatisierung integrieren möchtest. Beispiel, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach. Ich möchte letztendlich mein Fahrzeug am besten laden, wenn ich Sonnenenergie gerade im Überschuss habe. Und das kann ich über sogenannten IO-Broker, eher sehr technisch, entsprechend dann kombinieren, die Solaranlage, die Fahrzeugdaten über Tronity und dann kombinieren. Und diese Daten kommen dann über die Tronity-Plattform entsprechend zusammen und können dann kombiniert werden. Das ist die eine Sicht. Also du hast die Kontrolle über deine eigenen Daten. Gleichzeitig ist die Tronity-Plattform aber auch die Schnittstelle zu weiteren Anbietern. Zum Beispiel arbeiten wir mit einem Navigationsanbieter zusammen, bei der Roadplanner. Ich denke, bekannt in der EV-Szene. Das heißt, wenn du eine bessere Routenplanung haben möchtest, kannst du aktiv entscheiden, dass du deine Daten mit dem Better Roadplanner teilst, also den Ladezustand der Batterie, und darauf können die eine bessere Planung machen. Die technische Integration, die im Hintergrund passiert, das ist dann sozusagen die Tronity-Plattform dafür, die dich eigentlich erstmal gar nicht so viel interessiert in diesem Szenario, aber Better Roadplanner nutzt letztendlich die Plattform, mit deiner Zustimmung die Daten zu konsumieren und auszuwerten, und dafür ist letztendlich die Plattform eher ein technisches Instrument, wo Schnittstellen da sind, um mit diesen Daten entsprechend zu arbeiten. Ich glaube, IO-Broker habe ich mal irgendwann gehört, wie ich mit Hausautomatik mich beschäftigt habe. Ja, genau. Genau, also eher was für die Fortgeschrittenen, noch nicht für mich, aber es gibt ja viele Leute, die da, also ich kenne einen, der ist auch ganz weit mit so Themen, da hat man das auch mal gezeigt, da macht er wirklich viel, das ist ein tolles Thema. Dann habe ich noch eine weitere Frage, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, ob das jetzt offiziell ist oder inoffiziell. Es ist ja so, dass ich als ID3-Fahrer oder auch andere, die jetzt auch über den Link zu euch gekommen sind oder noch kommen, die haben ja jetzt nicht die volle Funktionsvielfalt, weil halt VW noch nicht die Daten rausrückt oder die Daten überträgt. Und dann gab es mal Gerüchte, ich habe das auch in irgendeiner Facebook-Gruppe mal gelesen. Wie ist es denn jetzt? Gibt es jetzt einen Rabatt oder eine Vorteile oder einen anderen Preis für die ID3-Fahrer? Oder wie handhabt ihr das jetzt offiziell? Ja, dazu kann ich was sagen, wie wir das offiziell, inoffiziell handhaben sozusagen. Also ja, wie Thorsten ja auch schon durchblicken lässt, wir sind ja immer mit der Community eigentlich stark im Austausch. Und ja, das passiert auf verschiedenen Wegen. Also viele schreiben uns natürlich an, so wie du auch gerade berichtet hast. Die sagen dann, okay, bei jemand anderem habe ich mehr Daten gesehen. Stimmt irgendwas nicht? Ist das mit meinem Auto oder so? Und dann kommt schon der Dialog, wo wir dann natürlich sagen, aktuell ist die Limitation da. Und dann gestaltet sich es ganz unterschiedlich. Manche sagen dann, hey, aber natürlich ist es hoffentlich nur temporär und das ist ja auch toll, was ihr anbietet und wir schließen trotzdem Monatsabo ab, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Dialoge, wo man sagt, oder wo wir dann halt natürlich auch sagen, hey, wir bieten das euch kostenlos an in dem Fall. Natürlich mit der Hoffnung, dass wir bald die volle Funktionalität anbieten können. Also ja, die Antwort ist jetzt nicht so ganz eindeutig, aber es ist nicht so, dass wir sagen, es ist komplett kostenlos, aber halt, ja, wie es so ist mit den Dialogen, kommt es eigentlich zustande, weil letztlich gibt es zwei Punkte, wo wir quasi in den Dialog treten. Das eine ist, wenn halt Fragen entstehen und da bringen wir es hoch, oder das andere ist, wenn dann die Probephase ausläuft und dann wir sowieso nochmal nachfragen, hey, wie hat es dir gefallen, und dann kommt es dadurch
zustande. Aber wie gesagt, unsere Sicht ist die, wir bieten es dann kostenlos an, aber haben glücklicherweise auch viele, die da sehr offen sind und sagen, es ist bestimmt nur kurzfristig, und aber für die Zeit supporten wir euch trotzdem. Also ja, so handhaben wir das eben. Und zu dem, was der Thorsten ganz kurz sagte mit der Plattform, das ist vielleicht noch nicht rausgekommen. Also die Plattform ist ja unter plattform.johnandteam.io zugänglich und ist auch in der Subskription mit enthalten. Also jeder Johnandteam-User hat auch dort aus automatisch auch einen Zugang und kann sich da einloggen. Ah ja, genau. Gut, dann habe ich das soweit verstanden. Also ich habe das Tool ja abgeschlossen, das Monatsabo nach dem Testzeitraum. Ich meine, jeder hat ja die Möglichkeit, das zu testen und sich dann zu entschließen. Und wenn dann später sogar eine Rücküberweisung oder so, das muss ja ein Wahnsinnsaufwand für euch sein. Aber also für alle hier draußen, schaut es euch einfach nochmal an, macht den Testzeitraum für die 4 Wochen, und wenn es euch so schon gefällt, schließt einfach ab. Irgendwann kommen die Werte dazu, und wenn ihr ganz unglücklich seid, ja, dann schließt halt nicht an oder tretet in Dialog. Aber es ist ja auch nicht teuer, gell? Also da hat man mal, also ich würde auch was dafür zahlen, so wie es jetzt wäre. Gut zu wissen. Ja, genau. Gut, das waren meine Fragen, die ich hier eigentlich für mich, aber auch für ein paar Leute, die mich das dann gefragt haben, weil ich es ja immer präsentiere. Und ich würde mir einfach erlauben, durch den Newsletter auf dem Laufenden zu bleiben. Aber wenn es wieder irgendwas gibt, wo vielleicht wieder Fragen an mich gerichtet werden, wo vielleicht dann wieder für euch richtig werden, würde ich mir einfach erlauben, mich wieder bei euch zu melden. Einfach vielleicht, dann hat man es immer direkt vom Hersteller und muss da nicht immer im Kreis rätseln oder irgendwelchen Gerüchten nachgehen. Absolut, einfach immer melden. Wir freuen uns sehr, sehr gerne drauf. Super, dann bedanke ich mich, und ihr seid noch in den Büros, ich ja auch, und dann haben wir alle noch ein bisschen was zu tun, und hier knallt die Sonne rein, ihr seht's, und dann kann man vielleicht endlich Feierabend machen. Okay, danke, macht's gut, tschüss. Danke. Ciao.